Ja, und herzlich willkommen zu der Session. Ein bisschen verspätet gestartet. Von daher würde ich jetzt, glaube ich, nicht noch warten, ob noch mehr Menschen dazukommen, sondern gehe davon aus, dass alle, die an der Session teilnehmen wollen, in den letzten 15 Minuten sich eingeloggt haben und dabei sind. Genau, würde noch mal einmal zurückfragen, ob das, also ich habe natürlich im Kopf 60 Minuten. Wir können aber auch natürlich gucken, dass wir einfach pünktlich um eins Schluss machen, weil ihr ja auch eine Pause, glaube ich, habt, ne? Ich bin, genau. Genau, also da wollte ich gerade auch noch was zu sagen. Wir haben um 13 Uhr das Plenum. Das heißt, es wäre natürlich gut, in dem Plenum zu sein. Das tut mir jetzt sehr leid für dich. Wir können aber, wenn du also ich weiß nicht, wie du das geplant hast, ob wir einfach, du trägst was vor und wir diskutieren oder ob es eine reine Diskussion wird. Wir könnten einfach im Anschluss noch die Diskussion auf Discord auslagern oder ich muss mal gucken. Nee, anders geht es nicht. Doch, wir haben danach hier auch Zeit. Das heißt, wir könnten einfach um 13 Uhr 30 ist die Pause. Wir könnten auch um 14:30 Uhr hier einfach weiter diskutieren, weil hier der Raum danach frei ist. Das heißt, wir könnten einfach die Diskussion auslagern für nach dem Plenum, wenn ihr das möchtet. Die Okay, Möglichkeit genau. Also hätten wir. ich habe so ein bisschen so eine Mischform geplant. Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit vortragen, sondern zwischendurch auch ein bisschen mit euch sprechen. Wir können einfach schauen, ne? Also wir gucken, dass wir um eins hier raus sind, und wenn dann noch Bedarf ist, sich auszutauschen, können wir eine kurze Abfrage machen, dann gerne ein bisschen Genau. später nochmal, und Dann werden wir einen ja. Weg finden, das weiterzuführen, Sehr Discord oder schön. hier. Lass es uns einfach anfangen und gucken, wie es ausgeht, okay? Wunderbar, Super. genau. Ich kann den Bildschirm wahrscheinlich teilen, ne? Weil ich auch so ein bisschen ein paar Slides vorbereitet habe. Das sollte gehen. Sehr gut, alles klar. Genau. Ich würde zwischendurch mal in den Chat gucken, würde aber einfach während des Vortrags immer mal wieder Pausen machen, wo, ne, ihr irgendwas fragen könnt, Anmerkungen geben könnt und so, sodass ich dann aber zu den Zeitpunkten gucke, ob sich Leute melden und nicht während ich irgendwas vortrage, weil sonst bin ich so multitaskingmäßig ein bisschen überfordert. Genau, deshalb würde ich jetzt erstmal die Slides starten, meinen Bildschirm teilen. Sekunde. So. Genau, jetzt möchte ich nur noch hier. So, genau. Also, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und euch mit mir über das Thema Safety Tools und das sicherer Machen von Spielräumen austauschen wollt. Genau, das ist ja ein Thema, das jetzt, ich weiß nicht, ne, vielen von euch vielleicht gar nicht völlig neu ist, irgendwie, also so generell so Diskussionen über Sicherheitsmechaniken, Safety Tools in Rollenspielen. Aber ich dachte, das ist vielleicht auch nochmal eine ganz, ganz gute Idee, dass im Rahmen des Barcamps nochmal vorzustellen und mit euch darüber zu sprechen. Genau, weil wenn man Spiele nutzt, um politische Bildung damit zu betreiben, also ne, könnte es ja sein, dass Safety Tools da auch nochmal eine Rolle spielen, vielleicht besonders eine Rolle spielen, ob das so ist oder nicht. Da habe ich gar keine feste Antwort drauf, bin ich auch gespannt, wie ihr das so einschätzt. Genau, aber darum soll es heute gehen, um Safety Tools und auch um Debriefing, also was man sozusagen am Ende der Spielrunde, nach der Spielrunde auch nochmal so ein bisschen tun kann, um dafür zu sorgen, dass es allen gut geht. Das ist so das Thema. Ich sag mal ganz kurz was zu mir, gar nicht besonders viel, aber genau, ich bin Frank, ich bin ja, Rollenspiel seit, ja, keine Ahnung, 30 Jahren oder so fast. Und genau, habe so den klassischen Weg über DSA gemacht und D&D und spiele inzwischen relativ viele Story Games und sind mehr so schwierigere Games irgendwie, als ich das früher gemacht habe. Genau, viel Power by the Apocalypse Sachen, also eher so ein bisschen, genau, so der Fokus hat sich etwas verschoben von den vielleicht so ein bisschen simulationistischeren Spielsystemen zu Systemen, die ja vielleicht ein bisschen mehr Improvisation erfordern. Und in diesen Spielen, finde ich, ist so das Thema Safety Tools inzwischen schon häufig auch in den, ja, in den Spielen, in den Regelwerken mit eingebaut, haben aber inzwischen auch, ne, ihren Weg in andere Spiele. Und ich glaube inzwischen sogar auch zu DSA und zu D&D gefunden. Von daher ist es eigentlich ein Thema, was in den letzten Jahren so überall hingekommen ist. Aber genau, ich bin ansonsten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in meinem Brotjob und beschäftige mich da auch ein bisschen so mit der Frage, wie lassen sich eigentlich Gesprächsräume, Kommunikationsräume sicher gestalten. Und das ist irgendwie so eine, ja, so ein bisschen so ein Überschneidungsthema, das so zwischen meinem Hobby und meinem Beruf eigentlich ergeben hat.
Auf Twitter bin ich zu finden unter @frankr821. Das ist auch so die einzige Social-Media-Plattform, die ich jetzt so regelmäßig nutze. Genau, da könnt ihr mir gerne folgen. Im Rollenspielbereich arbeite ich ein bisschen für System Matters und genau, witzigerweise, gerade Grant Howard ist der Autor von Spire. Ich habe Spire als Redakteur für System Matters betreut, wir haben es aber nie gesehen oder gesprochen. Es war ein schöner Zufall, dass er dafür verantwortlich war, dass die Session spät beginnt. Okay, so. Genau, es gibt Safety Tools für diese Session heute. Habe ich gedacht, um die Safety Tools direkt mal ein bisschen mit Leben zu füllen, den Begriff. Und zwar drei Stück. Das eine ist das Safety Tool Cats. Wie das genau funktioniert, erzähle ich euch später noch im Detail. Aber damit kann man so ein bisschen erklären, worum es in der Runde oder in der Session geht. Ja, es geht heute darum, dass ich mich gerne mit euch austauschen würde über Sicherheitstechniken im Pen-Paper-Rollenspiel. Ich würde euch so einzelne Tools vorstellen. Viele kennt ihr vielleicht schon. Ich habe auch ein bisschen geguckt, dass ich jetzt nicht nur nur die Sachen nutze oder vorstelle, die alle kennen. Aber genau, seht ihr dann gleich. Und dann würde ich gerne einfach mit euch über eure Erfahrungen und meine Erfahrungen beim Einsatz von Safety Tools sprechen. Genau, mit dem Ziel, Erfahrungen auszutauschen, verschiedene Tools kennenzulernen. Ihr kennt vielleicht auch noch Tools, die ich nicht kenne. Und auch ein bisschen mit euch in Austausch zu gehen über vielleicht Schwierigkeiten, Probleme beim Einsatz von Safety-Tools und mögliche Lösungen für diese Herausforderungen, Probleme, Schwierigkeiten. Genau, das Ganze soll eine Mischung aus Vortrag und moderierter Diskussion sein. Und genau, wir werden über Berichte, wenn ihr wollt, über Berichte vom Einsatz von Safety-Tools sprechen. Es könnte sein, dass unterschiedliche Wahrnehmungen zum Einsatz und zum Sinn von Safety-Tools besprochen werden. Und genau, das ist so ein bisschen, sag mal so, der Inhaltshinweis, ne? Die Inhaltswarnung, dass das sein kann, dass wir vielleicht nicht in allen Sachen übereinstimmen. Aber genau, das dafür sind wir ja quasi hier, um das zu diskutieren. Ich würde gerne mit euch ein bisschen so eine FSK 12 Sprache verwenden, falls wir einzelne Erfahrungen vom Einsatz von Safety Tools besprechen und ihr Beispiele nennt. Das kann ja sein, dass ihr von Sachen erzählt, wo Leute getriggert wurden durch bestimmte Spielinhalte. Da beschreibt die Spielinhalte gerne so, dass die einer Altersfreigabe von FSK 12 entsprechen würden. Also geht nicht so sehr ins Detail, wenn ihr, keine Ahnung, über Gewaltdarstellung oder sowas sprechen wollt, sondern deutet das vielleicht eher an, gibt ein paar Stichworte. Und genau. Und ansonsten gilt das dritte Safety-Tool ist die offene Tür. Das heißt, ihr könnt gerne jederzeit gehen. Ich bin euch nicht böse. Ich würde niemanden auf Twitter schämen dafür, dass ihr meine Session verlassen habt. Und genau, ne, weil ihr habt dann sicher Gründe zu gehen und könnt das, wie gesagt, jederzeit tun. Okay. Genau, nochmal kurz der Überblick über den Inhalt. Habe ich gerade auch schon gesagt. Also wir sprechen einmal, ich würde euch gleich eine Definition von Safety-Tools geben. Was ist das eigentlich? Wofür sind die eigentlich sinnvoll einzusetzen? Und dann würde ich euch ein paar Tools vorstellen, so ein bisschen gruppiert nach Tools, die man vor der Spielrunde einsetzen kann, welche, die man während der Spielrunde einsetzen kann und welche, die man nach der Spielrunde einsetzen kann, sogenanntes Debriefing. Dann können wir über mögliche Hürden beim Einsatz sprechen und dann gibt es vielleicht noch offene Fragen und Diskussionsbedarf. Aber erstmal an der Stelle würde ich einmal ganz kurz, wenn ihr mögt, könnt ihr das per Handzeichen machen oder per Emoji. Einmal die Frage, wer von euch überhaupt schon mal von Safety Tools im Rollenspiel gehört hat. Okay, das sind zumindest bei den Leuten mit Kamera deutliche Ja's. Wer hat denn schon mal, oder wer nutzt denn regelmäßig Safety Tools bei sich in der eigenen Spielrunde? Bei denen, die das tun, wer hat denn von euch schon mal eine Situation erlebt, wo irgendjemand am Spieltisch ein Safety-Tool auch genutzt hat, um auf eine Szene zu reagieren oder auf eine Situation zu reagieren? Das ist schon weniger. Deutlich weniger. Und wer hat denn von sich selbst, oder wer hat denn, also wer das teilen mag, ne, wer hat denn selbst schon mal ein Safety-Tool eingesetzt, weil eine Szene irgendwie dazu geführt hat, dass ihr gedacht habt, ich setze das jetzt ein. Also ohne, dass ihr das jetzt aus erklären sollt. Ne? Nur, dass ihr es gemacht habt oder nicht. Okay. Alles klar, danke. Erstmal das Feedback. Teilen wir wieder den Bildschirm. So,
Ich habe mal versucht, eine Definition von Safety Tools zu schreiben. Die ist nicht offiziell irgendwo abgesegnet. Das ist einfach meine Einschätzung dazu. Genau, ohne Anspruch auf Richtigkeit. Genau, und ich habe es so versucht zu beschreiben. Safety Tools sind standardisierte Kommunikations- und Moderationswerkzeuge, die das Ziel haben, eine Rollenspielrunde für möglichst alle Beteiligten zu einem möglichst sicheren Ort zu machen. Sie sollen dabei helfen, Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen, unbeabsichtigte Verletzungen vorzubeugen, Grenzen zu setzen, zu erkennen und einzuhalten und das Wohlbefinden aller Teilnehmenden vor, während und nach dem Spiel sicherzustellen. Im Fall von Grenzübertritten, Verletzungen oder Konflikten sollen sie niedrigschwellige Handlungsmöglichkeiten bereitstellen, um eine angenehme und sichere Spielatmosphäre wiederherzustellen und das Spiel im Sinne aller fortsetzen zu können. Wie gesagt, ne, das ist keine allumfassende Definition. Ich bin auch gespannt, ob ihr vielleicht später, wenn wir darüber diskutieren, auch noch zu anderen Einschätzungen kommt. Aber das ist ein bisschen meine, auch die Art und Weise, wie ich das nutze. Also es ist eher, das hat ganz, ganz viel präventiven Charakter, dass ich denke, ich biete Safety Tools in meinen Spielrunden standardmäßig an, damit eigentlich schon so ein bisschen das Gefühl entsteht, dass es ein sicherer Ort ist. Das ist sozusagen so ein bisschen die Vorbereitung. Und dann haben die aber auch den Zweck, dass wenn irgendwas passiert, dass sich einzelne Leute im Spiel nicht wohlfühlen, dass es eine Möglichkeit gibt, das zu kommunizieren, und zwar am besten eine abgesprochene, vorher schon festgelegte Möglichkeit, wie das gemacht wird, damit man dann nicht in dem Moment erstmal überlegen muss, ah, sage ich das, spreche ich das jetzt an, wie spreche ich das an? Genauso, ne? Das ist das Niedrigschwellige sozusagen, dass diese Tools eine Handlungsoption bereitstellen, wo alle wissen, wenn das gemacht wird, dann ist klar, ne, wie auf die und die Art und Weise damit umgegangen. Genau, hier nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt. Safety Tools. Warum werden die eingesetzt vor der Spielrunde? Um Themen, Erwartungen und Rahmen abzuklären. Worum geht es in der Spielrunde? Was sind Themen, die vorkommen können? Mit was ist zu rechnen? Gleichzeitig aber auch die Möglichkeit für alle Personen am Spieltisch zu sagen, das sind, ne, folgende Themen möchte ich gerne nicht im Spiel behandelt haben. Grenzen zu setzen. Und Bedürfnisse vielleicht auch zu äußern, zu sagen, ich möchte gerne, dass bestimmte Themen vorkommen. Ja, das ist auch eine Form von Safety Tool zu sagen. Ich möchte eigentlich, dass bestimmte Themen nicht drankommen, aber andere Themen vielleicht schon oder dass mit bestimmten Themen auf die und die Art und Weise umgegangen wird. Das ist sozusagen, was man vor der Spielrunde schon klären kann. Während der Spielrunde dienen die Tools eigentlich zur Aufrechterhaltung von Wohlbefinden und Sicherheit der Teilnehmenden. Die sollen auch Kurskorrekturen ermöglichen. Also wenn im Spiel sozusagen irgendwas passiert, was irgendwem am Spieltisch nicht passt oder für irgendjemanden dazu führt, dass man sich nicht wohlfühlt, dass man dann eben einschreiten kann und sagen kann, okay, wir müssen jetzt die Spielrunde hier nicht abbrechen, sondern es gibt eine Möglichkeit, damit umzugehen und wir wissen, wie wir danach weitermachen können. Genau, und die Tools sollen, das hatte ich gerade auch schon mal gesagt, ne, sollen irgendwie eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, Grenzen zu, auch nochmal zu benennen, auch Übertritte zu benennen, damit man eben weiß, okay, hier ist gerade was passiert, wir müssen kurz anhalten, pausieren und eine Lösung finden. Nach der Spielrunde sind die Tools nochmal dazu da, um einen guten Abschluss, einen runden Abschluss, ein rundes Ende der Session, der Spielrunde zu finden. Vielleicht auch nochmal, um offene und ungeklärte Sachen zu klären, Feedback zu geben und Feed-Forward im Sinne von, ne, falls wir noch eine zweite Runde spielen, was können wir beim nächsten Mal anders machen, was wünschen wir uns für die nächste Runde und auch zum Verhindern von unerwünschten Nebenwirkungen oder Nachwirkungen des Spiels. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel gespielt hat, wo es vielleicht auch um Themen geht, die jetzt nicht besonders gute Laune machen, die man vielleicht aber auch, ne, vielleicht auch aus Bildungszwecken irgendwie sich bewusst dafür entschieden hat, diese Themen im Spiel zu behandeln, dass man da nochmal sicherstellen kann, dass man nicht danach irgendwie, wenn sich alle sozusagen wieder trennen, nach Hause gehen, man irgendwie in Gedanken vielleicht noch irgendwie an diesen Sachen hängt und es einem vielleicht auch nicht gut damit geht, bestimmte Themen angesprochen zu haben und man erstmal nochmal so einen runden Abschluss braucht. Okay. Es gibt so drei Grundhaltungen, finde ich, die für den Einsatz von Safety Tools wichtig sind. Genau, und das Oberste eigentlich, ne, das hat noch nicht mal unbedingt nur was mit Safety Tools zu tun, aber ich finde, es ist ein wichtiger, generell eine wichtige Haltung also die ich mir für Rollenspiele vornehme, einzuhalten, ist, dass die SpielerInnen wichtiger sind als die Spielmechanik, die Story oder die Charaktere. Ja, soll allen am Spieltisch und im Spiel gut gehen, soll allen Spaß machen. Und ne, wenn Sachen irgendwie in der Story so sind, dass das nicht mehr gewährleistet ist, dann hat die Priorität immer das Wohlbefinden der SpielerInnen.
daran schließt sich an, niemand sollte Spaß auf Kosten von jemand anderem am Spieltisch haben. Das heißt irgendwie, ne, klar, das kann ja sein, dass ich diese Szene gerade toll finde oder das, was mein Charakter macht, super gut finde. Wenn ich aber merke, das verletzt jemand anders oder das sorgt dafür, dass jemand anders keinen Spaß mehr hat, dann ist es eigentlich nicht gedacht, dass ich sozusagen meinen Spaß haben kann auf Kosten der anderen Person. Ja, und das Dritte ist irgendwie, finde ich auch nochmal ein wichtiger Gedanke, nämlich, dass es keine sicheren, absolut sicheren Orte gibt. Also Safety Tools führen nicht dazu, dass keine Verletzungen, keine Grenzübertritte im Spiel mehr passieren, weil wir sind Menschen, wir machen manchmal Dinge, die andere verletzen, ohne dass wir das beabsichtigen. Wir benutzen vielleicht manchmal Begriffe, die andere verletzen können, auch wenn wir uns sehr, sehr bemühen, das nicht zu tun. Das heißt, es gibt keine absolut sicheren Orte und die Safety Tools sollen eigentlich eher dafür sorgen, dass man es zu einem möglichst sicheren Ort macht und, falls Verletzungen passieren, wie gesagt, dafür sorgen kann, dass da irgendwie mit umgegangen wird. So. Ich würde hier vielleicht einmal ganz kurz stoppen und fragen, ob es bis hierhin Fragen gibt. Verständnisfragen oder irgendwas, was euch gerade auf dem Herzen liegt. Jetzt würde ich gleich so ein paar Tools vorstellen. Okay, ich sehe gerade nichts, kein Aufzeigen. Dann mache ich weiter. Ich habe hier einfach mal ganz wild irgendwie alle Safety-Tools, die mir eingefallen sind, zusammengeworfen. Ich erkläre die euch aber jetzt nicht alles, einfach nur so ein bisschen, dass ihr mal so ein Gefühl dafür habt, wie viel es inzwischen so in den letzten Jahren an Tools entstanden sind, die, also es ist alles speziell für Pen-and-Paper-Rollenspiel entwickelte Methoden, Safety-Tools, die man nutzen kann. Einige, wie zum Beispiel die X-Karte, das ist so ein relativ klassisches Ding. Das ist inzwischen, taucht das auch in deutschen Regelwerken auf und so. Und andere Sachen sind ein bisschen unbekannter, vielleicht weil die neuer sind oder weil die einen sehr speziellen Einsatzbereich haben. Genau, aber es ist auf jeden Fall, also ihr seht, es scheint einen Bedarf daran zu geben, so, sonst gäbe es die nicht alle. Und genau, es gibt viele Websites, die sich damit beschäftigen. All diese Sachen, die da stehen, sind auch frei zugänglich. Ne? Also die AutorInnen stellen die in der Regel auf ihre Website. Es gibt inzwischen auch so gesammelte PDF-Dokumente, wo die alle vorgestellt sind. Da kann ich euch später auch nochmal sagen, wie ihr die finden könnt. Und ich würde euch ein paar von den Tools vorstellen, und zwar gruppiert nach Tools vor der Runde, Tools in der Runde, Tools nach der Runde. Ich weiß nicht, ob ihr die Session Zero alle kennt. Das ist kein Safety-Tool an sich, sondern es ist im Prinzip einfach so die, ja, so der Entschluss zu sagen, bevor wir eine Spielrunde anfangen, sozusagen inhaltlich anfangen, wir haben schon fertige Charaktere, starten das erste Abenteuer, machen wir eine Session Zero, sozusagen die Session, die Spielrunde vor der Spielrunde, die eigentlich der Termin ist, wo alle zusammenkommen und darüber sprechen können, ja, was wollen wir eigentlich spielen, was für eine Art von Story wollen wir irgendwie spielen, also man klärt irgendwie so ein bisschen die Erwartungen und den Rahmen. Welches Spielsystem spielen wir vielleicht sogar, wenn man das auch noch nicht geklärt hat? Und das ist eigentlich auch ein ganz guter Zeitpunkt, um zu überlegen, welche Safety-Tools wollen wir denn generell nutzen? Ja, und man kann dann auch die Charaktere, die Spielwelt erstellen und so. Wie gesagt, es ist kein Safety-Tool an sich, aber das ist manchmal ein ganz guter Start, um überhaupt über Safety-Tools zu sprechen. Das heißt, wir treffen uns nicht sozusagen am ersten Tag, spielen sofort los und gucken dann so, dass sich alles von alleine ergibt, sondern benutzen eine Spielrunde, einen Termin vor der eigentlichen Spielrunde, um überhaupt erstmal so ein bisschen den Rahmen zu klären. Das heißt, danach sollten eigentlich alle wissen, auf was sie sich einlassen. Alle sollten auch so die Safety-Tools kennen, die man nutzt. Und und sollen eben die Möglichkeit haben zu wissen, ist das eine Spielrunde, auf die ich Lust habe oder nicht. So. Und eben auch zu überlegen, so wie kann man das zu einer Runde machen, an der alle Spaß haben. Das zweite Tool, das ist ein bisschen, das hatte ich am Anfang ja schon für unsere Session heute genutzt, das ist CATS. Das steht für Content, Aim, Tone und Subject Matter. Das ist von Patrick O'Leary. Und das ist wie so eine Art, so ein Kasten, den man auch wunderbar, finde ich, auf Cons irgendwie zum Aushang der Spielrunde packen kann oder online, wenn man irgendwie eine Spielrunde irgendwo anbietet, dazu packen kann. Da beschreibt man eben also einmal, gibt man so einen kleinen Pitch, worum geht es in dem Spiel. Das ist Concept. Beim Aim schreibt man so ein bisschen, was ist eigentlich das Ziel, was wir machen wollen in der Spielrunde. Also spielen wir die Spielrunde, um ein Abenteuer zu erleben. Ist das eher so ein bisschen so Freeplay? Also wir gucken einfach mal so, was passiert, spielen unsere Charaktere aus. Bei Tone würde man irgendwie angeben, ist es eher eine ernsthafte Spielrunde? Ist es eher humorig, lustig, albern? Ne?
Und bei Subject Matter könnte man nochmal so ganz besondere Themen irgendwie einbauen und sagen, keine Ahnung, wenn wir eine Runde Spire spielen, das, was Grant Howard gerade vorgestellt hat oder wo er darüber gesprochen hat, da kann das sein, dass man eben auch über so Themen wie Armut, Kolonialismus, Rassismus spricht. Und das könnte man da eben auch reinschreiben, sodass Menschen, die eine Spielrunde suchen, auch sehen können, ist das eine Runde, die zu mir passt? Ja, will ich da teilnehmen oder vielleicht eher nicht? Finde ich das besonders interessant oder würde ich eher sagen, habe ich nicht so Lust drauf? Das, genau, da kann man so ein bisschen schon vorher klären, was man gerne thematisieren will. Genau, Lines and Veils oder zu Deutsch Schleier und Ausblendungen. Das ist von Ron Edwards, ist ein sehr verbreitetes Tool, was man nutzen kann. Das Online gibt es das auch inzwischen als Google Sheets. Und da wird im Prinzip gefragt, werden alle SpielerInnen gefragt, was sind Themen, die ihr auf gar keinen Fall in unserer Spielrunde haben wollt. Das sind sozusagen die Lines. Das heißt, wenn da jemand sagt, ich möchte zum Beispiel nicht, dass in meiner Spielrunde Gewalt gegen Tiere vorkommt, ja, dann würde man das als eine Line definieren und dann würde klar sein, das kommt nicht im Spiel vor. Ja, und alle strengen sich auch an, dafür zu sorgen, dass das nicht vorkommt. Man kann auch Veils, so Ausblendungen, Schleier benennen. Das sind sozusagen Themen, die vorkommen können, die aber nicht explizit beschrieben, detailliert ausgespielt werden. Das ist so, der Klassiker ist, finde ich, zum Beispiel Sexszenen im Rollenspiel, wo man sagt, okay, es ist okay, wenn Charaktere irgendwie Sex haben, aber wir wollen es nicht im Detail ausspielen. Das heißt, ein bisschen so wie in Filmen auch, da fällt dann irgendwann der Vorhang, die Saxophonmusik ist zu hören und genau, alle wissen, was passiert, aber wir sehen keine Details. Genau, das Tool hilft eigentlich total gut, finde ich. Ich nutze das also in jeder Session, die ich spiele inzwischen, weil man sehr gut weiß, was die Leute gerne wollen und was sie nicht wollen im Spiel. Man kann das über diese Google Sheets zum Beispiel auch online anonym abfragen, sodass man sich auch nicht damit outen muss, welche Themen man nicht dabei haben möchte. Und genau, man kann das ein bisschen noch ergänzen, indem man auch noch Sachen benennen darf, die explizit erwünscht sind. Also, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne Romantik im Spiel haben, dann kann man das auch sozusagen in das Dokument oder reinschreiben oder benennen, um eben zu sagen, so, genau, es gibt auch Themen. Wir wollen uns jetzt nicht nur über die Grenzen unterhalten, sondern auch, dass etwas erwünscht ist. Und genau, das ist eigentlich eine ganz schöne Ergänzung. Nennt sich dann Boundaries und Foundries von Katie Schutte. Ist das aus so einem Improvisationsbuch? Stammt so diese Erweiterung um die erwünschten Themen. Man kann auch einen Bedürfnischeck machen. Das habe ich mir inzwischen irgendwie angewöhnt, gerade wenn ich mit fremden Leuten spiele, einfach auch nochmal so ein bisschen zu fragen, was braucht ihr, um euch sozusagen Outgame hier wohlzufühlen? Braucht ihr regelmäßige Pausen? Wie lange wollen wir spielen? Ist es für euch okay, wenn während des Spiels gegessen wird? Ich habe jetzt ein paar Mal mit so Menschen zusammengespielt, die Misophonie haben. Das heißt, die ne, mögen das nicht so, oder es ist sehr unangenehm, wenn so Kaugeräusche oder Raschelgeräusche die ganze Zeit da sind. Kaugeräusche ist so ein Ding irgendwie, was echt auch viele Leute betrifft. Und das einfach vorher abzuklären, ist ganz hilfreich. Ne? Oder Leute sagen, ich kann mich oft bei Online-Spielen nicht so lange konzentrieren, lass uns irgendwie nach 2 Stunden Pause machen oder nach anderthalb. Also da einfach so eine Runde zu machen oder es in der Vorstellungsrunde ein bisschen mit abzufragen, kann man auch machen. Genau. Das sind ja alles auch so Sachen, die dann später im Spiel helfen, darauf zu achten. Wenn ich das vorher nicht mache, dann liegt sozusagen die Verantwortung bei der Person mit der Misophonie beispielsweise, den Spielfluss zu unterbrechen, zu sagen, so, hör mal, kannst du bitte irgendwie aufhören zu essen, das stört mich. Und das fällt vielen Menschen irgendwie schwerer, als es von vornherein zu kommunizieren, wenn man danach gefragt wird. Und genau, deshalb finde ich das eigentlich immer ganz hilfreich, das vorher zu machen. Genau, ich würde vielleicht noch mal kurz zurückgehen und einmal fragen, ob es Anmerkungen, Fragen zu den Tools gibt, die ich gerade vorgestellt habe. Genau, Dorian meldet sich. Ja, ich wollte nur ergänzen. Also gestern in einer Spielrunde kam das vor mit den Veil und Lines und da gab es dann eben noch die dritte Ebene. Also zu Deutsch auch sehr versinnbildlicht halt Veil bleibt Schleier. Das No-Go ist die Line und dann gab es als drittes noch den Vorhang und der bedeutete halt, dass es als Motiv vorkommen kann. Aber dass es geframed wird als etwas Negatives, aber es kann trotzdem in der Welt existieren. Aber man weiß schon irgendwie, Person X hat das Negative gemacht und wir als Gruppe müssen das
verhindern oder reagieren darauf. Und dann kommt es als Motiv vor, ist also Teil der Welt, aber es ist halt ganz klar, dass das nicht ausgespielt wird. Mhm. Ja, danke, finde ich spannend, weil es ja genau, ne, also tatsächlich ja manchmal so ist, dass das Thema eigentlich allen unangenehm ist. Man möchte aber, es ist doch irgendwie, also es ist irgendwie klar, es ist kein tolles Thema, man möchte es aber trotzdem irgendwie bespielen. Und genau, ja. Ja. Dankeschön. Sonst noch Fragen gerade zu den vorgestellten Sachen? Gut, dann mache ich weiter. Genau, mit den Tools, die man in der Spielrunde nutzen kann. Also so der Klassiker an den Safety-Tools, habe ich das Gefühl, ist immer die X-Card. Das ist einfach durch Karte, die genau, kann man auch relativ schnell selber machen. Die ist jetzt irgendwie vom System Matters Verlag irgendwie, genau, gibt es auf Cons meistens zu mitnehmen, aber wie gesagt, ne, einfach irgendwie einen Zettel nehmen, X draufmalen, habt ihr eine X-Card. Und die soll möglichst für alle erreichbar in der Tischmitte liegen. Und sobald irgendwas im Spiel vorkommt, wo jemand am Spieltisch sagt, das finde ich gerade nicht okay, es ist inhaltlich, ich mag das Thema nicht, es löst bei mir vielleicht auch irgendwas aus, was dazu führt, dass es mir nicht gut geht. Ich möchte, dass dieses Thema nicht in der Runde vorkommt oder ich ne, fühle mich gerade nicht gut damit. Einfach mit dem Finger auf diese X-Karte drauf tippen. Und dann ist dann ist die Regel, dass dann nicht gefragt wird, aber warum möchtest du, dass das denn, ne, was ist denn jetzt da genau los? Warum möchtest du, dass das irgendwie entfernt wird? Bist du sicher, dass das, ne, so, ich finde das aber schön und so. Also es gibt keine Diskussion, sondern das heißt, sobald da drauf getippt wird, hat die Spielleitung und eigentlich auch alle anderen so ein bisschen die Verantwortung dafür zu sorgen, dass dieses Thema entfernt wird. Indem man, ne, das kann man zum Beispiel, glaube ich, dadurch machen, dass man die Szene beendet. Kann das natürlich auch machen, indem man einfach sagt, okay, wir überspringen diesen Part oder man nimmt es einfach wirklich aus der Szene raus. Irgendwie, ne? Das aber wirklich klar ist, das wird nicht weiter thematisiert, was da gerade entfernt wurde. Das hat so ein bisschen es hat Vor- und Nachteile aus meiner Sicht. Ein Vorteil finde ich, es ist super niedrigschwellig. Es liegt halt da, man muss drauf tippen. Der Nachteil ist, man muss natürlich trotzdem drauf tippen. Also man muss sich natürlich trotzdem überwinden, drauf tippen und sagen, das ist jetzt hier gerade irgendwie was mich triggert. Genau, auch das, also es ist niedrigschwellig, weil man sich nicht erklären muss. Es ist manchmal aber natürlich auch gar nicht so einfach rauszufinden, was da jetzt gerade geixt wurde. So, also wenn das nicht klar ist, was da geixt wurde in der Szene, muss man natürlich schon auch nochmal nachfragen. Und in der Regel ist das dann auch so, dass die Leute das ja auch benennen können. Aber genau, das finde ich ist so ein bisschen, also es ist ein sehr niedrigschwelliges Tool. Man hat das, wie gesagt, innerhalb von 3 Sekunden auf den Tisch gelegt. Aber es hat auch seine Grenzen. Und die sind so ein bisschen, also meiner Ansicht nach sind die ganz gut so aufgegriffen und abgefangen oder erweitert worden, dieser Einsatz der X-Card durch das Script-Change-Tool von Bo-Jagert-Schelden, das eine Reihe von Karten, die sieht hier auf der linken Seite, quasi so in die Tischmitte legt, oder man kann es auch einfach so als ein DIN A4-Blatt ausdrucken, wo die Sachen alle liegen. Und da habt ihr quasi so eine Art Fernbedienung. Das kenne ich auch ein bisschen aus der Psychotherapie. In der Traumakonfrontation nutzt man das beispielsweise auch, dass man sagt, man guckt sich irgendwie eine Szene an und wenn man merkt, es wird zu intensiv, dann habe ich die Möglichkeit, die Szene vorzuspulen, ne, damit die einfach schnell endet. Ich kann aber auch zurückspulen und irgendwas ändern. Ich kann einfach Pause drücken, wenn ich merke, so, puh, das ist gerade irgendwie echt heavy, mache eine Pause. Ich kann aber auch reinzoomen, das ist ja dieses Frame-by-Frame, was ihr rechts seht, und sagen, wir gucken uns die Szene ganz detailliert so eine Einstellung für Einstellung an, vielleicht weil was Interessantes, Positives drin ist oder weil auch das eher dazu führt, dass es vielleicht ein bisschen einfacher zu verdauen ist, was da gerade passiert. Ne? Also das hat so eine, das ist natürlich auch komplexer, weil da einfach mehr Sachen sind, die man irgendwie nutzen kann, aber man kann sehr maßgeschneidert eigentlich so Kurskorrekturen vornehmen, weil man eben auch ein bisschen mehr weiß, was möchte die Person, die das gerade benutzt, auch wie mit der Situation umgegangen wird. Ne? Soll die Szene übersprungen werden oder wollen wir einfach das Element komplett rausnehmen? Das kann man damit irgendwie ein bisschen differenzierter kommunizieren, aber klar gesagt, ne, es ist natürlich dann auch ein bisschen komplexer. Was ich ganz cool finde, nutze ich noch nicht so lange, aber ist die Check-In-Karte aus dem Rollenspiel Thirsty Sword Lesbians von April Kid Walsh. Ist auch einfach eine Karte, wo Check-In draufsteht, also auch jetzt nicht super, muss man auch nicht kaufen oder produzieren lassen, sondern kann man einfach anwenden. Genau, und die kann man einsetzen, wenn man zum Beispiel merkt, irgendjemand am Tisch ist gerade so ein bisschen, weiß ich nicht, ne, die Person macht den Eindruck, als wenn es ihr nicht so gut gehen würde, da kann man dann proaktiv sagen, ich würde gerne die Check-In-Karte benutzen.
Man kann das aber auch einfach regelmäßig nach einer gewissen Zeit machen. So nutze ich das eigentlich, dass ich versuche, so nach der Hälfte der Spieldauer so ein Check-in zum Beispiel zu machen. Und da wird dann einfach pausiert und gefragt, geht's euch gerade? Braucht ihr gerade irgendwas im Sinne von, braucht ihr gerade eine Pause, braucht ihr was zu essen, braucht ihr eine Kurskorrektur im Spiel oder braucht ihr vielleicht oder wünscht ihr euch gerade vielleicht auch eine Szene irgendwie für euren Charakter, weil ihr das Gefühl habt, euer Charakter ist gerade so ein bisschen aus dem Spotlight. Die letzten 1,5 Stunden ging es irgendwie eher um andere Personen, andere Themen. Habt ihr irgendwie Lust, dass euer Charakter gerade ein bisschen in den Fokus kommt? Das kann man damit irgendwie ganz gut abfragen und da eben auch nochmal so während des Spiels so ein bisschen gucken, wollen wir das Spiel jetzt in eine andere Richtung lenken als bisher oder ist es gut so, wie es gerade läuft? Genau, und wie gesagt, auch so Outgame-Sachen wie Pause, Essen, Trinken, Bio-Break, irgendwie kann man damit auch ganz gut machen. Genau, dazu Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen, Erfahrungsberichte. Keine. Okay. Dann gehen wir noch zu den Debriefing-Tools, die man nach der Spielrunde einsetzen kann. Das habe ich irgendwie früher, also genau, ich habe, also mein Safety-Tool-Einsatz war irgendwie, okay, ich lerne die X-Karte kennen, die benutze ich jetzt und dann lerne ich Lines and Veils als irgendwas kennen, was man vor der Spielrunde macht und irgendwie war so dieses Debriefing das, was ich mir so als letztes, was so das Let als letztes irgendwie Einzug in meine Spielrunde gefunden hat. Das mache ich aber auch inzwischen super gerne. Das hatte ich am Anfang schon gesagt. Das Ziel ist so ein bisschen so einen runden Abschluss hinzukriegen, so dass eigentlich alle auch gut aus der Runde rausgehen können. Und da gibt es Rollenspiele, die tatsächlich, wie zum Beispiel Alice is Missing von Spencer Stark, so einen Debriefing-Modus eingebaut haben in die Spielregeln. Alice is Missing, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, tut das unbedingt, super cooles Spiel. Man spielt das am Handy oder in Discord, weil man quasi eine Gruppe von Teenagern spielt, die über Handy kommunizieren, während sie ihre vermisste Mitschülerin suchen. Ja, die ist irgendwie verschwunden. Es ist irgendwie so eine kleine amerikanische Küstenstadt, wo das dann passiert. Und genau, das Spiel dauert 90 Minuten. Es läuft sozusagen live in Echtzeit ab. Und man redet nicht miteinander, sondern schreibt nur. Ist super cool, total atmosphärisch und hat einen Soundtrack und so, den man laufen lässt. Richtig gut. Und es hat am Ende, wenn man das Spiel fertig hat, weil es da eben auch, also da geht es auch wirklich um teilweise eben schon um krasse Themen, hat es diese Fragen, die man dann gemeinsam beantwortet, nämlich die erste Frage ist, wie geht's uns? Sind wir alle okay? Dann gibt es die Frage, gibt es lose Enden in der Erzählung, die wir gerne abschließen möchten? Das kann dann nämlich, weil nach 90 Minuten das Spiel beendet wird, automatisch durch einen Timer, kann das sein, dass man nochmal was aufgreifen möchte, nachbesprechen will. Genau. Und dann finde ich super schön die Frage, welchen Aspekt deines Charakters möchtest du gerne mitnehmen? Ja, also weil man die, ne, Alice is Missing endet dann auch nach dieser einen Runde, das ist kein Kampagnenspiel und dann guckt man sich auch nochmal an, so gibt es irgendwas, was ich an meinem Charakter mochte, was ich gerne ne, irgendwie, wo ich gerne die Erinnerung mitnehmen möchte oder vielleicht auch sogar in meinen, ne, vielleicht auch so ein bisschen die Einstellung in meinen Alltag integrieren will. Das kann man auch aus der Perspektive beantworten. Und welchen Aspekt möchtest du gerne zurücklassen? So, also, ne, was mochtest du vielleicht gar nicht so sehr an deinem Charakter im Nachhinein oder ja, genau. Das macht man quasi so ritualmäßig, indem einfach alle in der Spielrunde das beantworten und man dann danach quasi abschließt. Stars and Wishes ist ein Tool, das benutze ich immer, also nach jeder Spielrunde. Da das ist systemunabhängig. Man fragt einfach, also man macht auch wieder eine Runde, wo jede Person was sagen kann und man beantwortet einmal die Frage, was hat dir an der heutigen Sitzung besonders gut gefallen? Das können Ingame-Sachen sein, wie ich fand die Szene, keine Ahnung, die Verfolgungsjagd auf dem Motorrad mit den Gangstern super cool, war super spannend, hat richtig viel Spaß gemacht. Oder ne, die Interaktion, die unsere Charaktere miteinander hatten, das war total schön. Ich habe mich, ne, da war ich richtig irgendwie into it und es hat super viel Spaß gemacht. Oder man kann auch Sachen sagen wie, ne, keine Ahnung, die Art und Weise, wie du als Spielleitung die Szene beschrieben hast, hat mir super gefallen. Also eher so ein bisschen so Outgame-Meta-Sachen zu beschreiben. Und genau, das sind die Stars und die Wishes sind, was wünschst du dir für die nächste Sitzung? Und da kann man eben auch sowas sagen, wie ich wünsche mir, dass mein Charakter ein bisschen mehr ins Spotlight gerät oder dass wir folgende Orte in der Stadt das nächste Mal besuchen oder dass wir ein bisschen früher anfangen, weil wir heute super lange gequatscht haben, bevor wir ins Spiel eingestiegen sind. Das kann man alles irgendwie da nutzen. Das geht total schnell, ne? Also man macht das irgendwie, vielleicht, es dauert vielleicht dann nochmal so 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten am Schluss, bis alle das einmal was gesagt haben. Genau, ist konstruktiv, ne? Also man nennt ja jetzt nicht irgendwie
was einem nicht gefallen hat, sondern nutzt es eher zu sagen, okay, das, was heute nicht so gut klappt, das wünsche ich mir eben fürs nächste Mal, dass wir damit anders umgehen oder so. Es gibt noch, wenn man jetzt einen One-Shot spielt, die Variante Highlight Reel, weil man ja dann keine Wishes äußert fürs nächste Mal vielleicht, kann man einfach nur die Lieblingsszenen-Momente benennen, wie, ja, genau, indem man das quasi einfach nochmal einfach benennt, was man besonders gemocht hat. Ja, so ein bisschen aus dem Theater gibt es das Entrollen, ja, so dass man einfach so irgendwas tut, um so ein bisschen so aus einem anderen, aus dem Spielmodus, aus dem Charakter rauszukommen. Schlüpfen wieder, ja, als wenn man irgendwie sich umziehen würde, das Kostüm ablegen würde, genau, und das Ende des Spiels zu signalisieren. Das kann man zum Beispiel dadurch machen, dass man ein bisschen Lichtverhältnisse verändert, wenn man mit gedimmtem Licht gespielt hat, irgendwie macht das Licht wieder heller, vielleicht nach einem Horrorspiel oder sowas, um allen wieder zu signalisieren, okay, es ist jetzt nicht mehr Horrorstimmung. Man schaltet Hintergrundmusik aus, man steht vielleicht auf, streckt sich so ein bisschen, ändert die Körperhaltung, könnte auch den Raum wechseln, wenn man jetzt beispielsweise in einem speziellen Raum gespielt hat und sagt so, der Raum ist jetzt, ne, der war die ganze Zeit, wenn man auch vielleicht ein Lab gespielt hat oder so, ne, dann dazu sagen, okay, wir wechseln auch einfach die Location, um so uns allen so die Möglichkeit zu geben, irgendwie aus der Rolle zu kommen. Ja, wenn man online spielt, kann man das zum Beispiel auch. Also ich nutze immer Hintergrundbilder irgendwie, wenn ich spiele, ist irgendwie, genau, finde ich irgendwie ganz nett, mir immer so ein Bild auszusuchen, was zur Runde passt. Kann ich das Bild ausschalten, sodass ich wieder in meiner Küche, in meinem Esszimmer sitze. Genau, ich kann den Namen im Videochat ändern, wenn ich meinen Charakternamen da sonst drin hatte vorher. Das sind Sachen, die man wahrscheinlich, also die viele wahrscheinlich auch eher unterbewusst automatisch machen, kann das aber natürlich auch nochmal bewusst machen. Ne, ich denke da manchmal eben auch an so Kontexte, wo ihr eventuell auch mit, na, in einem Bildungskontext, vielleicht mit Jugendlichen oder mit Kindern irgendwas macht, dann ist es, glaube ich, auch nochmal ganz nett, einfach am Ende so ein bewusstes Abschlussritual zu haben. So, ne, wie, okay, wir gehen jetzt aus dem Raum raus und schütteln uns alle nochmal und so und genau, legen irgendwie so die Rolle ab, die wir hatten. Ja. Genau. Auch dazu die Frage an euch. Gibt es irgendwie, habt ihr Fragen? Habt ihr Rückmeldungen zu den oder Ideen? Erfahrungsberichte zu den Debriefing-Sachen. Der Justus meldet sich. Der Justus, genau. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man bei so Debriefing-Fragen häufig das Problem hat, dass Leute einfach nicht wissen, was sie sagen sollen oder aus welchen Gründen auch immer auf jeden Fall nicht aus sich herauskommen. Ich weiß nicht, wie würdet ihr sagen, geht man da sinnvoll damit um? Versucht man das einfach gerade beim Kampagnenspiel oder sowas immer wieder aufzubringen, uns länger zu üben, in der Hoffnung, dass man irgendwann kommt? Oder, weil ich finde es immer schwierig, Leute dann explizit zu fragen und sie dann in Anführungszeichen dazu zu zwingen, was zu sagen. Ja, also ich, genau, ich glaube, es braucht tatsächlich auch ein bisschen Übung. Also, also ich glaube, auch wenn man das halt nicht so gewohnt ist und wenn wir schon lange Rollenspiel spielen, dann spielen wir ja oder haben wir das ja auch gar nicht gelernt, dass das Teil von Spielen ist. Wie gesagt, inzwischen haben die Spiele das teilweise eingebaut in die Spielmechanik, dass es halt ein Session-Ende-Spielzug gibt bei Powered by the Apocalypse-Spielen beispielsweise. Und genau, und ich kann mir vorstellen, dass das einfach immer mehr irgendwie so Einzug hält. Aber ich glaube, man muss es wirklich ein bisschen üben und ich finde es auch immer voll okay, wenn jemand sagt, oh, fällt mir jetzt gerade nichts zu ein oder so. Aber ne, und dann zu sagen, nee, du musst ja jetzt auch nichts antworten. Das ist ja auch voll okay, wenn du nichts, ne, also wenn du jetzt gerade nichts hast, was du teilen möchtest, dann ist das auch okay. Und dann eher mit gutem Beispiel voranzugehen und selber als Spielleitung vielleicht, wenn man das Tool auch nutzen will oder vorgestellt hat, dann einfach auch das vorzumachen, zu demonstrieren, wie man das nutzt und ja, genau. Und ich habe schon das Gefühl, dass man sich daran gewöhnen kann. Ja, und wenn man merkt, so eine Person nutzt es vielleicht gar nicht nie, kann man ja auch nochmal fragen, so was vielleicht so ein bisschen die Hürde ist. So, ne? Also, genau. Ja, aber genau, ich finde auch mal die Einladung, ne? Man kann was sagen, man muss aber nicht. Aber es wird eben eine explizite Einladung ausgesprochen. Oder hat jemand anders von euch auch noch irgendeine Idee, wie man damit umgehen kann? Okay. Ja, dann haben wir jetzt, ich gucke auf die Uhr. Wir haben jetzt 7 Minuten noch. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil das wäre jetzt eigentlich so ein bisschen der Teil, wo ich gerne mit euch auch mich austauschen würde, was ihr so, also ich habe jetzt Safety Tools vorgestellt und bin selber auch Fan davon, nutze die einfach auch. Aber genau, würde gerne mit euch auch nochmal so ein bisschen darüber sprechen, was sind vielleicht Hürden irgendwie, um Safety Tools einzusetzen.
Genau, was mir da so beispielhaft eingefallen ist, ist ein bisschen so diese Hemmschwelle. Ja, ne, also die X-Karte liegt da, aber vielleicht habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, wenn ich die jetzt einsetze, vielleicht störe ich den anderen irgendwie so ein bisschen in ihrem Spielfluss oder ich mache der Spieler dann den Plot kaputt oder so. Ne? Und das kann schon dazu führen, dass man das einfach nicht traut, obwohl man die eigentlich gerne nutzen würde. Frage ist auch ein bisschen, oder es ist so die Sorge, die ich auch häufig auch höre, wenn, also gerade auch wenn Leute neu anfangen, Safety-Tools zu nutzen, dass die Runde dann so unplanbar wird, weil man ja jederzeit damit rechnen muss, dass sozusagen Safety-Tool benutzt wird, man plötzlich so ein Element des Plots nicht mehr nutzen kann. Da, genau, das ist auch so eine Kritik, die häufig kommt. Genau, aber das habe ich jetzt ein bisschen nur mit aufgeführt. Das teile ich nicht. Also diese Sorge vor dem missbräuchlichen Einsatz. Also das finde ich, liest man häufig irgendwie in so Facebook-Kommentarspalten, dass dann so gesagt wird, ja, aber wenn da jetzt die X-Karte liegt, dann, ne, dann machen wir die SpielerInnen ganz bewusst den Plot kaputt oder die stören das Ausspiel meines Charakters und ne, da auch so tatsächlich so ein bisschen so eine böse Absicht reinzulesen, dass gesagt wird, ne, dann gibt man irgendwie so, dann gibt man den SpielerInnen so die Macht, irgendwie den Plot der Spielleitung zu zerstören, die Spielleitung mit sehr viel Liebe und Aufwand sich ausgedacht hat und das wäre ja super gemein. Das, ne, also ich weiß, wenn ihr mit solchen Leuten spielt, überlegt, ob ihr mit solchen Leuten spielen wollt, also die sozusagen aus böser Intention euch irgendwas kaputt machen wollen am Plot. Genau, deshalb, ja, aber das finde ich, sind so, das sind, finde ich, so die drei Sachen, die man häufig hört. Und ich würde gerne mit euch vielleicht jetzt und keine Ahnung, wenn wir dafür noch ein bisschen mehr Zeit für brauchen, auch nochmal darüber diskutieren, wie ihr so damit umgeht und ja, ob ihr vielleicht auch andere Hürden noch so kennt. Genau. Dorian. Ja, zum eben genannten gibt es ja dann, das hast du selbst auch schon anfangs erwähnt, die Möglichkeit, Dinge zu anonymisieren. Das ist jetzt in analogen Spielerunden schwieriger, aber auch möglich. Aber gerade im digitalen Raum, wenn eine X-Karte gespielt wird oder auch im Vorfeld niedergeschrieben wird, was nun die Bedürfnisse sind, dann lässt sich das ja leichter anonymisieren. Und das senkt vielleicht die Hemmschwelle. Und was mir eben noch zum Entrollen eingefallen ist, was dann auch wieder eine weitere Hürde ist, in digitalen Spielen war es ja früher meistens so in Rollenspielen, dass du da auch ein bisschen entrollst, immer wenn du abspeicherst. Da bist du meist in irgendeiner Taverne, du legst dich schlafen und dadurch kommst du ein bisschen aus deinem Charakter raus. Und da es keine Notwendigkeit mehr heute ist, fällt mir ein Beispiel ein, wo jemand erzählt hat von seinem World of Warcraft-Charakter und dass sein Abschlussritual nach jeder Sitzung war, er geht in sein Haus. Und das ist total überflüssig, aber es hilft eben aus dem Charakter rauszuschlüpfen. Und ich habe das selbst noch nicht betrieben, aber es gäbe eben auch die Möglichkeit, das in analogen oder ja, also in Pen-Paper-Welten einzuführen, dass man sagt, hey, wir haben jetzt beispielsweise eine Schlacht geschlagen. Wir gehen jetzt alle in unsere Heimat zurück. Wir kehren zu unserer Familie oder auch wir gehen jetzt ins Bett. Wir schlafen, legen uns schlafen. Mein Charakter kommt zur Ruhe. Das ist was, was man dann in LARPs zum Beispiel eher hat, dass man nochmal so fragt: Wir haben uns jetzt letztes LARP im Winter getroffen, jetzt ist Sommer, also ist irgendwie Zeit vergangen. Dein Charakter lebt wahrscheinlich weiter. Was ist dir passiert? Aber in Pen and Papers ist das ja eventuell ähnlich, dass man nicht Abenteuer nach Abenteuer besteht und da eben auch das Gefühl hat, jetzt lebt mein Charakter weiter oder ich komme erstmal aus der Rolle raus. In Shadowrun ist das, glaube ich, Teil, dass du Geld zahlst, während du nicht spielst. Also, dass das so real weiterläuft. Dein Charakter lebt von etwas und Ja, da hat man, glaube ich, dann noch eher das Gefühl, da rauszurollen. Und was dort eben eine Hürde ist, wie jetzt beispielsweise, hey, wir haben das Abenteuer bestanden, lass uns doch jetzt alle noch ausspielen, wie wir uns schlafen legen oder so, ist diese Albernheit dahinter für einige Leute vielleicht, dass die nicht den Vorteil dahinter sehen oder je nachdem, was deine Motivation beim Spiel ist, ob du eben nur das Rollenspiel spielst, um zum Beispiel Action zu haben und dass gewisse Aspekte da dann ein bisschen unwichtiger für dich erscheinen. Ja, danke, das ist ein cooler Aspekt. Also genau, ich habe das tatsächlich auch, glaube ich, immer gemacht, wenn ich irgendwie WoW gespielt habe oder so, dass ich meinen Charakter mal ins Haus gebracht habe, anschließend, bevor ich mich ausgelockt habe. Nicht einfach irgendwo auf der Wiese oder, also dann kriegt man auch kein Restbonus, aber genau, wenn ich auf dem Marktplatz sich ausgelockt habe beispielsweise. Ja, finde ich irgendwie eine schöne Idee. Ja, und Menschen sind halt einfach so ritual
Wesen. Und unser Gehirn kriegt es einfach besser hin, Sachen irgendwie voneinander abzugrenzen, wenn wir irgendwie ein Ritual finden. Und das, also es geht im Kleinen wie im Großen. Also ne, wir machen ja auch sozusagen Rituale, um Lebensphasen abzuschließen oder Übergänge hinzukriegen und so. Und das ist im Alltag aber auch so. So, wer Schlafprobleme hat, der ne, soll sich am besten ein Schlafritual aussuchen, um sozusagen den Tag abzuschließen und in die Schlafphase überzugehen. Und genau, finde ich eigentlich auch noch eine schöne Idee, das sich zu überlegen. Man kann das auch, oder manchmal machen wir das in manchen Runden, dass wir so Post-Credit-Scenes auch nochmal machen. Also, dass man sich so ein bisschen vorstellt, so die Geschichte ist eigentlich zu Ende. Und wir erzählen aber jetzt sozusagen noch, was die Charaktere machen, wenn sie nach Hause kommen. Ne? Also, wie sie zu ihrer Familie zurückkehren oder wie sie, keine Ahnung, was auch immer machen, aber so ein bisschen so eine, ja, genau, also das, was man so sieht, dann so. Und wenn sie happily ever after leben, ist auch, ne, aber dann hat man einfach mal so einen kleinen Abschluss. Ja, eine Hürde, die vorher nicht genannt wurde, fand ich, ist auch, dass es viele Leute auch nicht gewohnt sind. Also ich habe immer das Gefühl, so Safety Tools vorzuschlagen, ist so ein bisschen wie plötzlich über Sex reden zu wollen. Also es kommt vielen erstmal plötzlich sehr persönlich vor und es ist, man muss sich irgendwie trauen, darüber zu reden und ja, und viele kennen sich dann halt auch nicht so aus, sondern es ist immer so, ja, der, also gerade wenn ich als Spielender herkomme, dann ist es, denken viele so, oder habe ich so das Gefühl, es wirkt immer so, ich will denen irgendwas aufzwingen oder sowas. Das finde ich immer manchmal ein bisschen schade und ich habe immer Angst, dass meinen Spielen dann ähnlich geht. Ja, möchtest du? Du wolltest auch gerade dazu antworten. Sag ruhig erst, wenn du magst. Ich würde nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Achso, nee, dann würde ich vielleicht kurz nochmal an dem Punkt bleiben. So, genau. Weil das stimmt irgendwie. Also ich finde auch, dass man auch so gemischte Reaktionen kriegt. Also ich finde, häufig ist auch die Reaktion, das brauchen wir nicht. Wir kennen uns ja irgendwie schon vor lange oder so. Oder ne, ich sag schon, wenn mich irgendwas stört. Und dann wirkt das tatsächlich ein bisschen irgendwie künstlich verkompliziert oder so. Ne? Als wenn man so ein bisschen so ein Rede... Also genau, so einen natürlichen Redefluss durch so ein Strukturierungs-Moderationstool irgendwie beeinflussen würde. Und das, genau, ich glaube, das fühlt sich am Anfang einfach auch nicht organisch an, ne? Weil es halt, wie gesagt, ne, also man bringt irgendwie was rein, was in der Regel irgendwie halt so ein kommunikatives, also ne, das ja, ist einfach ungewohnt, ne? Wenn man miteinander spricht und sagt, okay, in diesem Gespräch gibt es aber jetzt sozusagen so ein Tool irgendwie, was man nutzen kann, wenn das Gespräch in eine Richtung läuft, die irgendwie nicht okay ist. Und ja, also ich versuche da normalerweise eigentlich eher nochmal so dafür zu werben, dass das ja nichts ist, was jetzt die ganze Zeit benutzt werden muss, sondern dass es einfach da ist und es stört ja im Prinzip das Spiel nicht. Und es auszuprobieren, also zu sagen, so komm, wir nutzen es jetzt einfach einmal und danach unterhalten wir uns darüber, ob das eine Erfahrung war, die euch eher gestört hat, ob ihr das nicht gemerkt habt, ob ihr euch dadurch besser gefühlt habt, ob es egal war, so vielleicht was für einige Leute auch was Positives bewirkt. Aber einfach das mal auszuprobieren. Und wie gesagt, so sehr niedrigschwellig mit der X-Card beispielsweise anzufangen, das ist ja so ein Ding irgendwie, das man ganz gut irgendwie echt auch mal machen kann. Und genau, und es ist, ja, und auch anzuerkennen, dass es ungewohnt ist. Also ich finde auch, dass mir das voll okay ist, irritiert zu sein erstmal davon. Und ja, genau. Und das ist, und ich finde, der Vorteil ist ja tatsächlich auch, dass es, das hatte ich ja gerade so gesagt, und ich finde, wenn man in so einer Gruppe ist, auch wenn es Menschen sind, mit denen man gut befreundet ist, man weiß ja auch nicht, was die für einen Tag hatten und ob es vielleicht gerade in deren Alltag irgendwas gibt, wo die vielleicht ja noch nichts drüber erzählt haben oder vielleicht auch was ist, was die schon länger mit sich rumtragen, aber trotzdem noch nicht erzählt haben, obwohl man sich gut kennt. Ja, also man weiß einfach nie, bei welchen Themen kann ich vielleicht andere Menschen auch gerade irgendwie ja, eine bestimmte Art und Weise in eine Stimmung bringen, die nicht gebracht werden möchten, beispielsweise. Und ja, genau. Und das ist so der Grund, oder das versuche ich auch immer so zu sagen. So, und das hilft halt einfach, diese Sachen anzusprechen, weil ansonsten sind halt immer die Leute im Vorteil in der Runde, die das ganz gut können. Also es gibt ja Leute, die kriegen das irgendwie besser hin, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren als andere, eben weil man dann auch ja sofort mit so internen Mustern unterwegs ist, wie ich möchte die anderen nicht stören, ich möchte nicht, dass jemand anders keinen Spaß hat auf meine Kosten und so. Und genau, und diese Tools helfen einfach so ein bisschen, dass das Feld so ein bisschen gleichmäßig, also die Hürden ein bisschen gleichmäßiger gesenkt werden, wie für alle.
Also ich finde, das hat in einer privaten Spielrunde auch ganz viel mit der Spielekultur zu tun, mit der Runde zu tun. Wie gehe ich da mit den Leuten um? Du hast vorhin gesagt, wenn ich mit Leuten spiele, die es lieben, meinen Plot zu torpedieren als Spielleiter, ja, dann muss man sich fragen, ob man mit denen weiter spielen will. Und ich glaube, da entwickelt sich dann auch eher ganz viel. Und das ist so eine Sache. Ne, also da gibt es ganz viele verschiedene Standpunkte, verschiedene Gefühle. Ich halte es für wichtig, so Dinge einzusetzen, auch in der privaten Runde, wegen den Dingen, die du gesagt hast. Und trotzdem ist das ja wirklich von Runde zu Runde anders. Wenn ich mit meinen guten Freunden spiele, mit denen ich auch sonst ganz viel mache, dann weiß ich ja viel eher, wie wir miteinander kommunizieren. Dann brauchen wir vielleicht diese Form von Kommunikation gar nicht auf der Ebene. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ich finde es total spannend und nochmal viel wichtiger, wenn man in den Bereich der politischen Bildung geht, in den Bereich der Pädagogik geht oder auch in den Bereich der kommerziellen Angebote von Rollenspielen, weil du dann eben auf eine ganz andere Art und Weise mit Leuten dich auseinandersetzt. Dann hast du Leute da, die dazukommen, die vielleicht eine Erwartungshaltung haben. Ich bin jetzt hier bei einem pädagogischen Seminar, in dem ich in einem geschützten Rahmen bin, oder ich habe hier gerade viel Geld bezahlt für dieses Spiel und ich erwarte, dass meinen Bedürfnissen entsprochen wird. Und ich glaube, dann bekommen solche Sicherheitsmechaniken nochmal eine ganz neue Bedeutung und werden einfach unabdingbar aus meiner Sicht. Mhm. Genau. Ja. Ja, total, würde ich auch zustimmen. Dorian und dann Eugen danach. Zu der Sache, dass das so als Störfaktor gesehen wird oder dass das erstmal komisch ist für Leute, da sich emotional mitzuteilen, ist, denke ich, auch so eine ganz große Sache, weil es so ungewohnt ist in unserer Gesellschaft allgemein. Also das hast du, Frank, auch eingangs gesagt, dass die Priorität darin liegen sollte. Also die SpielerInnen sind wichtiger oder auch deren Gefühle und so als das Spiel selbst. Und wir ordnen das halt im Alltag immer unter. Es ist egal, ob du auf der Arbeit bist. Die Arbeit ist wichtiger als deine Gefühlswelt. Ob du in der Schule bist, ob du im Kindergarten bist, selbst da, es ist immer wieder, es geht hier eigentlich darum, ein Ziel zu erreichen und nicht immer, dass das auch mal länger dauern kann, weil mir wichtig ist, was in dir vorgeht. Und das ist halt so eine Sache, die einfach auch hilfreich ist insgesamt, wenn man sich da häufiger mitteilt, dass man das zum einen selbst lernt oder auch anderen beibringt, dass das was ganz Natürliches ist, was so wichtig in unserer Gesellschaft sein sollte und leider halt total nebensächlich für einige ist oder eben auch dieses Gefühl ist von, ich störe hier etwas, das Spiel geht deswegen nicht weiter, ich raube jemandem den Spaß, weil ich auf einmal ein Problem habe, aber ja, du bist dabei nicht das Problem, sondern ne, wir wollen das für alle gestalten, dass das funktioniert und das bestmögliche Ergebnis, und zwar Ergebnis ist unsere Freude daran und Rücksicht nehmen aufeinander bedeutet. Und ja, von daher finde ich das einen sehr guten Punkt auch anzusprechen, dass das eben ja eigentlich für viele noch ein Hindernis ist und auch ewig oder ja lange dauern wird, ehe wir als Gesellschaft sowas, ja, unsere Betrachtungsweise darauf ändern. Ja, voll. Vielen Dank. Also genau, ne, würde ich in allen Punkten zustimmen. Ich glaube auch, dass, also das ist auch ein bisschen durch meinen Arbeitsbackground und so, ich versuche eigentlich immer eher auch so ein bisschen auf diese Haltung zu gucken, die solche Sachen irgendwie mit sich bringen. So, das ist ja nicht nur, die haben ja nicht nur einen Selbstzweck, sondern die transportieren ja eine Haltung, wie ich die Stimmung in der Runde gestalten möchte, wie ich mit den Leuten am Spieltisch umgehe und so. Und auch wenn ich selber, also ich, wie gesagt, ich benutze Safety Tools immer in jeder Runde, und gleichzeitig werden die aber auch nicht ständig benutzt. So. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass man dadurch alleine, dass man das klar ist, es werden Safety Tools benutzt. Man interessiert sich sozusagen für die Bedürfnisse voneinander, dass man dadurch insgesamt schon in einer, ich sag mal, ein bisschen rücksichtsvolleren Grundhaltung ist, wenn man selber Themen einbringt, wenn man irgendwie, ne, also ich glaube, genau, diese Grundhaltung schwingt so mit und überträgt sich auf die Spielrunde und deshalb ist das alleine schon Mehrwert irgendwie, auch wenn das Tool gar nicht benutzt wird. Also wenn jetzt keiner auf die Karte tippt, heißt das nicht, die hat keinen Sinn gehabt, die dabei zu haben, so in der Runde, sondern die Haltung, die dadurch transportiert wird, die schwingt auf jeden Fall mit. Ja. Eugen.
Ja, ich wollte noch auch was zu sagen zur Session Zero zum Beispiel. Die hatten wir mal eingeführt, eigentlich schon mitten in der Runde drin. Und da war sie fürchterlich schwer tatsächlich, weil man die wirklich, bevor man überhaupt anfängt, irgendwas zu spielen, ja eigentlich ausspielen, also ausreden sollte, sozusagen. Die hat sich sehr, sehr sperrig angefühlt in dem Moment. Und die hat quasi dafür geführt, dass wir dazu geführt, dass wir mehrere Abende quasi mit der Session Zero verbracht haben, was das ja irgendwie so ein bisschen den Rahmen eigentlich von der Session Zero gesprengt hat, glaube ich. Also man muss auch, glaube ich, wissen, wo man das am besten anwendet. Und vor allem klar machen, dass man das im Vorfeld macht, nicht, dass man schon quasi sich zum Spiel zusammengefunden hat, dass man denkt, oh, okay, ich will jetzt spielen. Und dann kommt so eine Session Zero oder so ein etwas, ja, größeres Safety-Tool. Und dann darüber zu sprechen, das glaube ich, das nimmt auch vielen so die Lust davon auch einfach weg, weil die wollen ja eigentlich dann spielen. Also da finde ich zum Beispiel Lines in Veils relativ easy und einfach, weil da kann man quasi einfach anklicken und es ist ja auch anonym, was einem nicht gefällt, das ein bisschen im Vorfeld und dann ist einem oder vor allem dem Spieler halt auch klar, wie er seinen Inhalt einfach verbreiten kann, dass jeder seinen Spaß hat. Und ich meine, ist klar, wenn man jetzt sagt, okay, wir spielen jetzt, weiß ich nicht, Warhammer oder Call of Cthulhu und dann jemand anklickt, ja, nee, ich möchte jetzt aber nichts Blutiges haben, dann ist der eigentlich auch im falschen ja, System eigentlich drin. Ich meine, könnte man wahrscheinlich auch so gestalten, dass es funktioniert, aber das ist dann, glaube ich, ein bisschen schwer. Deswegen, ich glaube, vielen Leuten muss auch erstmal im Vorfeld bewusst sein, dass wenn man jetzt sowas wie Session Zero reinbringt, dass das einfach im Vorfeld passieren muss. Und dann kann man auch viel besser darüber sprechen und sich einstimmen. Und dann muss man auch zugeben, wenn es vielleicht tatsächlich dann nicht klappt mit den Präferenzen, die man hat, dass man auch sagt, okay, gut, dann müssen wir halt eine andere Gruppenkonstellation einfach finden. Weil da muss man diesen Schritt auch wagen und nicht sagen, ja, okay, ich meine, es ist auf jeden Fall muss man auf die Bedürfnisse der anderen eingehen. Jeder soll ja Spaß haben, aber wenn es dann halt da so einen Punkt gibt, der nicht funktioniert, dann muss man halt sich einen anderen Weg suchen. Dann darf aber auch niemand böse sein. Das muss man natürlich auch gut lösen. Ja, Ja. ich grätsch mal ganz kurz organisatorisch dazwischen, wenn das Ja. okay ist. Ich habe eine Frage, hat jemand im Etherpad mitgeschrieben bei der Session vorhin? Oder irgendwo? Nein, das ist schade. Ich würde mich freuen, wenn wir nachher nochmal versuchen, ein paar Sachen auch aufzuschreiben, weil ich das auch die ganzen Themen wichtig finde, beziehungsweise vielleicht die Frage an dich, Frank, ob du bereit bist, deine Präsentation uns rüber zu schicken. Das finde Ja. ich super, weil dann können wir das ein bisschen nachhalten und für die Leute, die nicht dabei waren, das nochmal aufbereiten. Das wäre super. Klar. Ja. Dankeschön. Na klar. Nee, mache ich auf jeden Fall. Genau. Genau, danke dir, Eugen, auch nochmal für den Hinweis mit der Session Zero. Ich glaube auch, also alles, was man in Vorbereitung sozusagen macht, fliegt einem im Nachhinein nicht so sehr um die Ohren. Und genau, ne, es ist immer irritierend, wenn ich mich auf irgendwas eingestellt habe und dann muss ich aber plötzlich wieder in meinem Kopf alles umbauen und so. Deshalb glaube ich auch, irgendwie ist es im Vorfeld gut. Und dieses Cats-Ding finde ich da auch super, wenn man halt genau so sagt, okay, ich möchte jetzt in Cthulhu spielen und ich biete diese Runde an, aber dann steht da drin, es geht irgendwie aber auch um Horror und Gewalt oder um Blut oder so. Und dann weiß ich vielleicht aber vorher schon, ob das eine Runde ist für mich oder nicht. Und es gibt ja so viele Spiele und so viele Systeme inzwischen, dass man ja gar, also es ist ja klar, dass nicht alles für jede Person was ist. Und ja, genau. Bevor Justus und Napsi was sagen dürfen, ich vergesse es die ganze Zeit, ich nehme mir die ganze Zeit vor, das knüpft noch ein bisschen an Justus deine Frage von vorhin mit dem, wie kann man den Einsatz von Safety Tools ein bisschen erleichtern. Es gibt ein ganz großartiges Minigame von Andrea Rick von Curious Cat. Andrea hat das Impro-Veto genannt und da übt man sozusagen, ja, genau, reingrätschen und zu sagen, so, ne, also den Einsatz von der X-Card oder von anderen Safety Tools kann man ganz wunderbar üben. Vor allen Dingen eben Safety Tools, die während der Session passieren. Das heißt, da findet man irgend so eine quatschige Story-Sequenz so und eine andere Person am Spieltisch hat dann die Aufgabe, die zu unterbrechen und zu sagen, so, das Element soll raus und dann hat die Spielleitung, die, ne, die Szene geframed hat, die Aufgabe, das ein bisschen umzubauen. Und dann wechselt aber sehr schnell die Rolle. Also man muss sich jetzt nicht so eine super komplexe Geschichte ausdenken, sondern genau, es ist einfach ein Improvisationsspiel, wo man das ein bisschen üben kann. Das ist super nett und genau, gibt's auf Itch. Ja, genau. So, jetzt. Justus. Sorry, es kam gerade mit meinen Raum rein. Ja, ich wollte auch nochmal auf Eugens Aussage nochmal zurückgreifen. Weil wenn du sagst, dass ihr zwischendurch irgendwann mal in die Session 0 reingerutscht seid,
und die dann sehr ausufernd wird, das zeigt doch eigentlich erstmal, wie viel Redebedarf dann offensichtlich da war. Und ich finde es eigentlich auch wenn die Session 0 immer so für den Anfang gesetzt wird, finde ich, ist es auch zwischendurch immer wieder gut, auch mal drüber zu reden und auch mal zu sagen, hey, passt, also gerade wenn man eine längere Gruppe spielt, die über eine lange Zeit angelegt ist, auch mal drüber zu reden, hey, passt das, was wir machen, eigentlich überhaupt noch zu dem, was wir wollten, oder haben sich vielleicht auch unsere Erwartungen geändert oder sowas? Also das ist, glaube ich, allgemein so ein Missverständnis, was häufig passiert, dass die Session 0 am Anfang ein fixer Punkt ist und daran muss man sich halten. Ja. Matschi. Hi. Ja, ich wollte auch sagen zur Session 0, dass ich glaube, viele Menschen, warum das Leuten so schwerfällt, ist auch, dass man sich wirklich aktiv damit beschäftigen muss, was will man eigentlich vom Spiel? Weil unheimlich oft nimmt man das, glaube ich, als gegeben hin von dem, was Regelwerke und Settings einem geben. Und weiß manche, also ich habe dadurch voll gelernt und auch durch Stars and Wishes, um zu sagen, was mir gut gefallen hat, was ich wirklich will und das wirklich so zu trichtern, was ich an Spielen mag. Und so, dass ich jetzt auch zum Beispiel Spiele neue sehr viel besser auswählen kann nach diesen Fokuspunkten. Und ich glaube, dass das deswegen vielleicht so lange dauert, wenn man lange etwas macht, gerät man ja manchmal in so einen Trott und weiß vielleicht manchmal gar nicht so genau, was einem Spaß macht. Da muss man mal zurücktreten und dass das auch mal lange dauert und ein bisschen mehr Gesprächsbedarf dann mit sich bringt, wundert mich überhaupt nicht. Und auch, was Justus gerade gesagt hat, also dieses hin und wieder mal zwischendurch, je nachdem, wie oft man spielt, wie lange man spielt, mal wieder so eine Session Zero einbauen. Also ich glaube, eine Freundin von mir hat 4 Jahre gespielt und dann irgendwie die erste quasi nach dem zweiten Jahr quasi, als das aufkam, eingebaut und dann aber zwischendurch nach einem Jahr dann nochmal, weil die alle 2 Wochen sehr regelmäßig spielen, also viele Sessions auch dann haben, nochmal gesagt, hey, lass doch nochmal kurz. Und dann dauert das vielleicht eine halbe Stunde und dann dauert das vielleicht auch 2. Also das ist dann auch, manchmal ist es auch vielleicht, sind wir alle noch okay? Wir sind alle noch okay, wunderbar. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir verändern uns ja auch. Und auch lebensphasentechnisch, dass man selber auch auf sich hört und sagt, oh, gerade so Dark Horror ist gerade nicht meins, auch wenn man früher voll meins war, wenn es im Spiel nicht verankert ist, können wir ein bisschen drehen. Also Course Correction mäßig finde ich da auch, glaube ich, sehr wichtig. Und dass man eben, ja, ich glaube, es kommt immer, sprecht miteinander, Kommunikation, ja. Und ich finde es sehr toll, dass die Safety Tools das so guiden und helfen. Und ja, und wie gesagt, auf sich selber hören und sich selber fragen, was genau macht mir Spaß, ist, glaube ich, auch wichtig. Weil nur dann kann ich es ja auch an andere kommunizieren. Mhm. Ja. Danke. Ja. Total. Ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, ne? Dass man natürlich auch ein bisschen was über sich selbst lernt irgendwie, ne? Dadurch und vielleicht auch ein bisschen, also finde ich, also es passieren ja, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen implizit auch durch Rollenspiel. Also wenn man muss ich gerade so dran denken, ne? Es gibt ja immer wieder auch Berichte, dass Menschen sagen, Rollenspiel hat mir auch geholfen, irgendwie Social Skills ein bisschen zu trainieren und Gesprächssituationen improvisieren irgendwie, ne? Also solche Sachen, die ja manchmal einfach auch so ein bisschen so persönliches, ja, persönliche Erfahrungen so ermöglichen. Ich glaube, das ist auch, also genau, mit Safety Tools, das ist ja auch eine Option oder eine Möglichkeit zu sagen, so hier setze ich eine Grenze, so das, was ja auch nicht manchmal oft, auch nicht so leicht ist irgendwie im Alltag. Ja, ohne zu sagen, Safety Tools müssen das machen, also Safety Tools als Chance für persönliches Wachstum, aber es ist, glaube ich, ein netter Nebeneffekt irgendwie. Ja. Genau. Gibt so, also genau, ne, ich überlege, also habt ihr selber denn so, wie sind so eure Erfahrungen, das würde mich noch interessieren, mit dem Einsatz so in euren Runden, falls ihr das habt, also weil ich ja, wie gesagt, das beschäftigt mich schon oft, so diese Frage nach, okay, traue ich mich jetzt das Safety Tool einzusetzen, traue ich mich das nicht, wie kann man das ein bisschen leichter machen und ja, kennt ihr so Situationen, wo ihr so das Gefühl hattet, dass ja, wie war so der Einsatz von Safety Tools bei euch, ist den Leuten leicht gefallen, wenn ihr das einschätzen könnt, wenn ihr es selber eingesetzt habt, könnt ihr das irgendwie einschätzen? Justus? Also auf jeden Fall. Ich lege inzwischen die X-Card bei mir immer auf den Tisch, beziehungsweise die Variation mit langsamer und ganz raus. Aber es wird nie genutzt und deswegen stelle ich mir auch genau die Frage immer so, funktioniert sie? Mhm. Und was aber jetzt vielleicht auch ein bisschen daran liegen kann, dass ich in letzter Zeit viel mit Leuten gespielt habe, die neu im Hobby waren
Und auch so Sachen auch vorher zu besprechen, was wollt ihr vom Spiel überhaupt, war für die natürlich voll schwer zu sagen. Und das heißt, ich habe dann auch versucht, immer zwischendurch ein bisschen drüber zu reden, aber es lief immer sehr schleppend. Ich hatte andererseits eine Situation, wo ich spielender war in der Runde, wo Safety Tools nicht so, also wo, nee, ich glaube, wir hatten gar keins implementiert. Und da kamst du in eine Situation, wo ich gemerkt habe, ja, das wird mir gerade unangenehm. Und wir haben dann im Nachhinein drüber gesprochen, aber so in Retrospektive bin ich nicht so super zufrieden damit, wie es da lief. Also da hätte ich mir eigentlich gerne was gewünscht. Das habe ich auch nochmal, also ich finde es auch okay, oder ich finde auch wichtig, die Einladung auszusprechen, auch Safety Tools nach der Runde noch retrospektiv nutzen zu können, ne, und der Spielleitung oder den entsprechenden SpielerInnen irgendwie eine Mail zu schreiben, zu chatten, ne, anzurufen, zu chatten, was auch immer, zu sagen so, ich habe da jetzt noch voll lange drüber nachgedacht, ich musste erstmal, ne, manchmal ist es ja auch so, man muss auch seine Gedanken erstmal sortieren und vielleicht auch erstmal bei sich selber gucken, warum hat mich das denn so irgendwie, was ist denn da eigentlich los oder was ist auch vielleicht das, was ich mir fürs nächste Mal wünsche und das passt, also hat man ja manchmal auch gar nicht so präsent oder kriegt es nicht in Worte gefasst in der Situation, dass natürlich auch voll okay ist, das im Nachhinein nochmal anzubringen. Das hatte ich tatsächlich ein paar Mal jetzt auch in Runden und so, dass Leute im Nachhinein noch gesagt haben, so können wir vielleicht, bevor wir die nächste Runde machen, nochmal mit allen drüber sprechen, dass wir dieses Thema vielleicht doch nicht, nicht mehr weiter vertiefen und so. Und das ist, glaube ich, auch nochmal, reduziert vielleicht auch nochmal ein bisschen die Hürde, das zu kommunizieren, wenn man weiß, ich muss das nicht in der Situation auf den Punkt super formuliert für alle Beteiligten greifbar, umsetzbar parat haben. Nachi. Ja, ich glaube, also ich finde es immer noch selbst super schwierig und ich glaube, ich spiele seit 2 Jahren mindestens, glaube ich, nur noch mit Safety Tools und Lines and Wheels und all diesem ganzen guten Kram. Und ich habe nur eine EDX-Karte benutzt, selbst wenn es mir unangenehm war. Und ich bin so froh, Menschen mit mir dabei zu haben, die das machen. Also ich war schon unheimlich oft so unendlich froh, dass jemand gesagt hat, hey, können wir das X'en? Weil ich es noch nicht kann und ich das dann so gut finde und schön, dass ich wirklich mit Menschen sind. Und ich finde das dann auch immer ein super Vertrauensbeweis mir gegenüber, dass die das sagen können, weil die mir vertrauen, beziehungsweise und dem Rest der Gruppe, dass wir das dann auch ändern und so machen. Also das finde ich, oh, auch weil ich das eben nicht so gut kann, dann, ach, ich hatte es jetzt auch zwar jetzt Gott sei Dank noch keine so schlimmen Situationen, aber trotzdem, das ist schon echt schön, das zu erleben. Und auch, ich glaube, diese Retro-Sache, also retrospektiv dann eigentlich nochmal Sachen zu sagen, weil manchmal ist man auch so an einem Abend vielleicht auch müde, dass man gar nicht so viel, also auch wir haben auch extra immer noch einen Ort für Stars and Wishes sowieso und natürlich auch für quasi den Wunsch, der ja dann implizit ist, hey, können wir das nicht machen, dass da immer noch von vornherein kommuniziert wird, hey, wenn euch gerade nichts einfällt, weil ihr auch einfach überwältigt seid, vielleicht ist man ja auch manchmal so, boah, das war so cool, ich weiß gar nicht, was gut war. Also das geht ja auch ins Positive wie ins Negative, dass man dann nachher noch so, ah, und die Szene fand ich voll gut. Und das, also dass man, das ist dann auch nochmal ein nettes Gemeinsames, wenn man öfter miteinander spielt, auch nochmal, dass man sich das so gegenseitig zuwirft. Und mein Gott, ne, wenn man dann so einen schlechten Tag hat und dann kriegt man noch so ein Kompliment für seine Szene oder wird an einen schönen Abend erinnert, ist dann auch nochmal schön. Also diese Retrospektive finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass ganz klar ist, dass den Druck rauszunehmen, du musst es, sprich jetzt oder du musst für immer schweigen, sondern hey, das ist ganz klar, dass das sobald das Safety-Tool endet oder der Abend endet, ist hier Schluss. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Ja, genau, finde ich auch. Noch eine Sache eingefallen zu dem zu der Hemmschwelle irgendwie. Also es hängt natürlich auch mal ein bisschen, finde ich, davon ab, was man, also wenn man jetzt ein Safety-Tool das erste Mal vorstellt, was für ein Grad an Trigger notwendig ist, um die X-Card beispielsweise zu nutzen. Wenn ich sage, die ist nur dafür da, wenn es einem, ne, wenn man quasi so dekompensiert und kurz davor ist, quasi den Raum zu verlassen und es nicht mehr aushält, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die genutzt wird, auch wahrscheinlich sehr selten, je nachdem. Ne? Das kann natürlich passieren, klar, aber passiert ja wahrscheinlich nicht so häufig. Oder ob ich sage, irgendwie, es ist auch okay, wenn ihr einfach das Gefühl habt, ihr habt einfach keinen Spaß, wenn diese Szene jetzt hier an der Stelle immer noch weitergeht oder dieser NSC irgendwie, der macht euch keinen Spaß oder die Art und Weise. Also, ne, dass man da einfach das auch ein bisschen regulieren kann, wie häufig das eingesetzt wird, dadurch, dass man den Trigger irgendwie so ein bisschen stärker definiert. Und eben auch, finde ich, das ein bisschen dann Verantwortung von Spielleitung, wenn es eine gibt, zu sagen, es ist auch wirklich, wirklich okay, wenn ihr die benutzt.
das bringt mich nicht völlig aus dem Konzept. Klar, kann sein, dass ich dann nochmal neu überlegen muss, vielleicht muss man eine Pause machen, damit ich so, ne, gucken muss, wie wir den Plot irgendwie in eine andere Richtung kriegen. Aber dass man da auch nochmal so offen die Einladung ausspricht, gerade wenn man die Person ist, irgendwie als Spielleitung, das ist ja schon ein bisschen häufiger, dass dann Elemente, die man eben selber als Spielleitung reingebracht hat, vielleicht Auslöser sind, als jetzt das, was einzelne Spielende machen. Aber ja, genau, da kann das, glaube ich, auch noch ein bisschen regulieren. Justus und dann Eugen. Ich finde es auch immer faszinierend, also ich finde es eigentlich gut, die X-Card oder sowas auch sehr niedrigschwellig anzusetzen, weil, naja, also man kann ja in jeder Art und Weise über Spiel reden. Also wirklich, wenn ich gerade merke, hey, die Szene interessiert mich gerade nicht und vielleicht geht es anderen auch so, kann ich ja drüber sprechen. Und wenn es andere gerade Spaß haben, dann sagen die, ich habe gerade Spaß und dann sagen, okay, gut, dann spielen wir es ja trotzdem weiter. Ich finde es immer faszinierend, dass solche Sachen aber eigentlich immer ziemlich verteufelt werden, weil die reißen ja aus der Immersion raus und sowas. Aber gleichzeitig verwenden wir irgendwelche Zufallsmechaniken, Würfeln, Karten, sonst was, die in meinen Augen eigentlich genauso aus der Immersion herausreißen. Aber irgendwie scheint das ein anderes Level bei vielen zu haben. Hm. Ja. Okay, Eugen dann noch. Du bist noch gemieden. So, jetzt. Ich finde es immer ein bisschen schwer, tatsächlich abzuschätzen, wann man die X-Card tatsächlich benutzen soll, weil das ist echt nicht leicht. Weil wenn der Spielleiter dann halt anfängt, so eine Szene zu schildern und dann denkst, okay, er hat jetzt diesen Punkt erreicht, dann fragt man sich selber auch so ein bisschen auch Interesse, wie weit geht er jetzt eigentlich? Überschreitet er jetzt bestimmte Sachen? Wie stellt er das dar? Das ist auch so ein bisschen, man kennt das vielleicht, das Phänomen von einem Unfall bei einem Stau, das machen ja auch ganz viele, dass sie einfach gucken, was da passiert ist oder was passiert, obwohl viele das nicht gucken wollen. Bei Unfällen zum Beispiel, da gucke ich auch nicht hin, man soll ja weiterfahren, sonst gibt es ja Stau, aber trotzdem ist es trotzdem dieses selbe Phänomen, dass man quasi wartet darauf, was genau passiert oder wo man hingeführt wird und dann ist es, ja, muss man halt gucken, wann man über seinen quasi eigenen Schatten dann auch springt und sagt, okay, jetzt reicht's. Aber das, glaube ich, fällt generell vielleicht ein bisschen schwer. Manchen vielleicht schwerer als anderen, die X-Card auch zu benutzen. Ich meine, die ist bei uns auch immer eigentlich quasi präsent, aber bis jetzt hat die auch niemand so wirklich gezogen. Ich kenne es nur, dass manchmal gesagt wurde, okay, jetzt ist mir das vielleicht ein bisschen zu gruselig. Und da habe ich das, dann konnte man das dann auch rausnehmen, also den Gruselfaktor. Und andererseits ist es dann auch immer, kommt immer wieder das andere Element, der Unterschied zwischen zusammen an einem Tisch zu sitzen und dann online. Das, glaube ich, macht dann das auch nochmal ein bisschen schwerer mit den Tools, mit der Benutzung. Ja. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass wir zum Ende kommen müssen. Genau. Natschi, vielleicht du noch? Probiere mich kurz zu fassen. Ich glaube, das war ja schon eine X-Card. Es war eine super softe X-Card, aber lass uns das doch mal langsamer machen. Ist ja, oder können wir hier zurückfahren? Ist genau das. Es ist nur nicht ganz so verklausuliert, so, hier, ich habe eine Karte, die halte ich dir unter die Nase. Ansonsten finde ich auch dieses, wir haben auch die XNO-Cards. Ich weiß nicht, ob ihr die besprochen habt, weil ich ein bisschen später kam. Aber das ist dieses System, wo halt dieses N zum Beispiel genau das ist. Hey, können wir bis hierhin und nicht weiter so ein bisschen, das ist okay, aber intensiver ist nicht so meins, also so ein Ampelsystem auch, also da gibt es ja verschiedene Sachen noch und das finde ich auch immer sehr gut, dass man sagt so, so ist gut, wenn wir hier bleiben, perfekt. Also solche Gespräche sind ja auch gut und sonst die O-Cards immer noch so fragen, okay, und dann kannst du sagen, okay, und dann kannst du, und die kannst du auch nutzen, um zu sagen, oh mein Gott, das während des Spiels so als Karte vor allem, das gefällt mir echt gut, bitte jetzt mehr davon. Finde ich nämlich auch gut, dass man so grünes Licht gibt zwischendurch, also dass auch wirklich gesagt wird, dann weiß ich, was den anderen gefällt und weiß auch, okay, da kann ich als spielende Person auch weitermachen und wenn es die Leitung gibt, weiß die Leitung auch, okay, ja, hier, da wollen wir uns alle reinlehnen, dann machen wir jetzt noch, vielleicht fahren wir nochmal schneller oder so. Also das finde ich auch sehr gut. Also dass es nicht nur dieses negative Image ist im Sinne von, da muss man Sachen stoppen und halten und langsam fahren, sondern nee, das ist auch ein Go-Zeichen für this is it und das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig. Dass man das noch mit einbringt. Und den Leuten auch, die vielleicht noch skeptisch sind, eben kommuniziert, so, hey, das ist auch gut für dich. Dann weißt du nämlich genau, wie gut du bist auch so hier. Und wie viel alle Spaß haben mit dir und in deiner Runde. Das finde ich, glaube ich, auch schön. Ja, voll. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss, also ein ganz kurzer letzter Satz mal zur X-Card. Die X-Card ist ja, also ich glaube, es war eine der ersten von diesen Safety-Mechanismen und zumindest die erste, die so ein bisschen Verbreitung erfahren hat. Und ich glaube, es gibt auch nicht ohne Grund Ausdifferenzierungen, Sachen, die dazugefügt wurden und so. Und die X-Card ist ja wirklich so, es ist ein sehr
einfaches, aber auch gleichzeitig eben dadurch nicht so besonders flexibles Tool. So, und da muss man vielleicht einfach auch wirklich gucken, ob man anderes ausprobiert. Wie gesagt, Script Change oder diese ne, NO-Karten noch dazu zu fügen und so. Kann man ja auch wirklich einfach ein bisschen gucken. Da muss ja auch nicht alles auf jede Runde passen und so. Genau. Und das gilt natürlich auch, wenn man einfach sagt, und das ist ja wirklich ein bisschen einfach, anstatt auf die Karte zu tippen, zu sagen, so können wir ein bisschen langsamer machen oder können wir, das ist mir gerade zu gruselig. Und genau, das gilt ja dann auch. Und das gilt nicht nur, wenn auf die X-Karte getippt wird. Also genau, diese Mechaniken sollen ja eigentlich quasi den Spielenden dienen und nicht umgekehrt. Und ja, genau. Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass ihr noch so, so zahlreich zurückgekehrt und mitdiskutiert habt. Ja, sehr, sehr schön, mich auszutauschen mit euch.